Eine Begegnung sei unserer Empfängnis vorangegangen. Eine weitere Folge unmittelbar auf unsere Geburt. Und so entrolle sich das Leben eines jeden als eine Begegnung nach der anderen. Für Buber ist es nicht mehr angebracht, das einzelne Ich ins Zentrum des Denkens zu stellen. Es sei an der Zeit, Descartes' Ich denke, also bin ich, das seit Jahrhunderten dem Westen als Modell dient, abzulösen durch ein Du bist, also bin ich. Buber hat etwas vergessen, dass das Descartes' De cogito ergo sum, ich denke, also bin ich, in Du denkst oder Du bist, also bin ich, nur die erste Ebene der menschlichen Conditio ist. Der zweite Satz, der fehlt, ist, er ist oder sie ist, also werde ich ausgelöscht, werde ich wieder aus dem Bin, aus dem Sein herausgestoßen in die Welt der Sprache. Und der dritte Satz ist, es ist. Und also werden alle Sein, alle Res Cogitans entmächtigt ihres sowohl Bins als auch ihres Seins und transformiert in das große Rhizom. Und dann beginnt das Ganze wieder mit der Dyade, um dann wieder zu der Drittveränderung des Begehrens der anderen und des anderen weiterzugehen, um dann erneut in dem großen Netzwerk ausgelöscht zu werden.